Ist innerhalb von Phase 3 wird im Moment immer noch Inhumans genannt. Wie vorhin schon gesagt, das eine oder andere Gerücht geht vielleicht sogar davon aus, dass dieser Film vielleicht sogar ganz gecancelt sein könnte. Wollen wir es mal nicht hoffen? Ich würde gerne Black Bolt sehen und auch Lockjaw und wie sie noch alle heißen. Und außerdem hat Marvel im Verlauf von 2012 noch, glaube ich, zwei, drei andere Filme noch angekündigt, die allerdings bisher noch unangekündigt sind. Das heißt, da stehen im Moment einfach nur Daten im Kalender fest, aber da steht noch kein richtiger Name dafür. Was man durchaus dafür sagen könnte, das könnte vielleicht ein zweiter Doctor Strange sein, das könnte Guardians of the Galaxy 3 sein, das könnte Captain America 4, Iron Man 4 sein. Man weiß es nicht. Und das ist eigentlich auch mittlerweile auch schon ein bisschen zu weit in die Zukunft. Das ist 5 Jahre in die Zukunft. Also ich weiß es nicht, was ihr da unbedingt gucken möchtet. So der Weiße Hai 20 oder so. Jurassic World 4. Independence Day 5. Star Wars Episode 9. Oh, Moment, da war doch was. Fast and Furious 10. Sharknado 7. Indiana Jones 6. Avatar 5. Vielleicht kommt ja dann auch mal Man of Steel 2 heraus. Rambo 7. Terminator 8. Und wenn das so weitergeht, kriegt man vielleicht sogar noch einen Spider-Verse-Film. Hollywood, ich will da Geld dafür. Wenn ihr wirklich es schaffen solltet, einen Film zu produzieren, wo Andrew Garfield, Tobey Maguire und Tom Holland auftreten würden als Peter Parker in unterschiedlichen Universen in einem einzigen Film und dann dort auch noch so Leute reinbringen wie Miles Morales und noch viele andere Spider-Man-Varianten. Ihr würdet Geld machen wie sonst was. Vielleicht kommt Marvel ja auch irgendwann mal auf die Idee zu sagen, okay, wir haben jetzt das alte MCU, wir machen jetzt das ultimative MCU. So lange, bis sie natürlich auf die Idee kommen und sagen, ja, wir machen jetzt Secret Wars. Und stellt euch vor, ihr würdet Secret Wars machen wollen mit allen Marvel-Filmen. Also ich rede jetzt wirklich von allen Marvel-Filmen. Wirklich. Ich rede jetzt davon, man holt jetzt die alten Fantastic Four-Filme. Also Chris Evans in einer Doppelrolle als Human Torch und als Captain America. Und natürlich diesen komischen Fantastic Four-Aufguss, der da im Sommer da rausgekommen ist. Und natürlich auch die aus den 90ern von diesem 1 Million Dollar teuren Film. Nick Fury gibt es natürlich auch zweimal. Der wird nämlich einerseits von Samuel L. Jackson gespielt und natürlich auch in von David Hasselhoff. Yes! Aber stellt euch vor, dann kommt da Charlie Cox vorbei. Prügelt dann auf Vincent D'Onofrio ein und plötzlich kommt Ben Affleck vorbei. Ben Affleck natürlich in seiner Paraderolle als Daredevil. Ja. Also diese Idee von Secret Wars, die würde wahrscheinlich zur schlechtesten Idee aller Zeiten werden. Vor allem das Budget wird wahrscheinlich explodieren.